So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video werden wir eine neue Skywars Challenge austesten und diese Challenge besagt, dass wir nicht sneaken dürfen, das ist die No-Shift-Challenge sozusagen. Und ja, das ist auf jeden Fall für mich eine relativ schwere Challenge, weil ich bin ja kein Bad Wars Spieler, wie ihr wisst. Und da ich wirklich gar kein Bad Wars spiele, ist das eher für mich ein bisschen schwer, weil das eher so mit Bad Wars Taktiken und so weiter verbunden ist. Deshalb ist das für mich extra eine große Herausforderung. Wir werden sehen, ob ich direkt runterfalle oder nicht. Ich werde es euch auch reinschneiden, falls ich mal runterfallen werde oder so. Es gehört ja auch zum Video dazu. Und deshalb, wir testen es einfach mal aus. Man kann es jetzt auch so machen, dass man immer so ganz easy an Rand hin sneakt und dann einen Block hin platziert. Aber Leute, das ist ja nicht das Ziel. Das wäre ja keine Challenge mehr. Wir versuchen es einfach, ohne zu sneaken, hier immer ein paar Blöcke zu setzen und hier ein bisschen rüber zu kommen. Das Problem ist gerade, ich setze immer ein bisschen viele Blöcke, weil da würden mir irgendwann die Blöcke ausgehen. Deshalb muss ich hier besonders mal aufpassen. Ich muss hier einfach mal aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Das ist die Hauptsache, erstmal in die Mitte kommen, ohne runterzufallen. Oh mein Gott, ey. Leute, dieser Block-MLG. Es ist halt wirklich total schwer für mich als totaler Bad Wars No-Hand. Was heißt No-Hand? Bin ich jetzt nicht unbedingt. Aber so wie ich mich gerade anstelle, bin ich schon ein krasser No-Hand. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich bin gerade mega confused hier mit der ganzen Situation. Keine Ahnung. Soll ich jetzt so machen oder so? Keine Ahnung, Leute. Erstmal ein MLG. Und dann ist ja alles ganz easy. Da drüben ist auch einer und da versuchen wir den eventuell sogar gleich zu bekommen. Nehmen wir einfach mal hier alles mit. Zack, ziehen wir die neue Hose an. Schauen wir hier nochmal in die Chest rein. Sehr gut. Da haben wir auch nochmal was gefunden. Und da haben wir auch einen Goldapfel. Da kommt auch schon einer in die Mitte. Müssen wir aufpassen, Leute. Und da drüben ist auch jemand. Ich habe halt nicht so geiles Equip. Mein Texture Pack ist gerade das War V2, by the way, wer uns interessiert. Weil die Rüstung ist auch ein bisschen anders wie im ersten War Pack. Sieht man natürlich auch. Für die, die das erste Warpack kennen, das ich sonst immer in den Streams und so benutzt habe. Ich kann von diesem Texture Pack auf jeden Fall auch mal so, so ein Review machen. Könnte man so formulieren. Und ja, jetzt versuchen wir erstmal den ersten Gegner zu bekommen. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe den MLG geschafft mit dem Cobwebs. Jetzt muss ich mich nur noch irgendwie retten. Das ist gerade eher das Problem, Leute. Ich muss mich retten, versuchen. Ich habe kein Wasser, das ist das Problem erstmal. Ich gönne mir ein bisschen XP, wieso auch nicht, Leute. Wieso auch nicht. Und ich darf nicht sneaken, Leute. Wie kann man sich hier am besten retten? Ich glaube, ich brauche Lava, um mich zu retten. Doch, ich habe Wasser, Leute, ich habe Wasser. Was laber ich? Bin ich irgendwie scheiße, Leute? Schreibt es jetzt in die Kommentare, ob ich jetzt scheiße bin. Ja, auf jeden Fall bin ich scheiße. Wie machen wir das? Komm, ich bin hier oben, ich bin da, Leute, ich bin da, ich schaffe es, Leute, nice, komm, lass mich da ran, come on, Spieler, so, ich habe erstmal hier sicher gebaut, komm, und jetzt erstmal hier hinschwimmen, Leute, weil ich habe keine Luft mehr, so, sehr schön, wir sind da. Und jetzt macht er die Lava, jetzt macht er das Wasser weg, okay. Von mir aus, Mate, von mir aus. So, wir sind hier jetzt erstmal sicher, Leute, wir sind hier sicher. Dann setze ich mich hier ins Cobweb rein. Wir dürfen, wie gesagt, nicht sneaken, deshalb wird er uns auch die ganze Zeit hier sehen. Ich nehme mal kurz meine Eier hier raus, Leute. Eier brauchen wir immer am Start. Ist ja klar, Leute, wir sind ja ein Mann hier am Start, da braucht man die dicken Eier. Wahrscheinlich, oder? So, dann gehen wir hier wieder hoch. Denke mal, der hat uns jetzt nicht wirklich bemerkt. Und da ist er wieder. Da ist er. Nein, jetzt haben wir es verkackt. Scheiße, Leute. Oh, was eine schlechte Runde. Leute, wie ihr seht, ist die No-Shift-Challenge für mich echt nichts Einfaches. Aber gerade mit dem MLG hatte ich mich schon mal ganz gut gerettet und so weiter. Das hatte zwar nicht viel mit der Challenge zu tun, aber man muss sagen, war ein schon geiler Move, Leute. Aber wir versuchen es einfach nochmal in dieser Runde erneut, dass wir vielleicht auch das No-Shift ein bisschen besser, keine Ahnung, besser zeigen, weil in der letzten Runde hatte ich da richtig krass viel Schiss, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall, ich habe mich da ein bisschen davor gescheut,
ja, richtig zu bauen im No-Shift-Style und so weiter, weil ich da einfach noch kein Profi drin bin. Ich nehme mal meinen Wassereimer rein und dann versuchen wir es erneut, Leute. Wir versuchen es erneut, dass die Handcam hier auch ein bisschen was bringt. So, stellen wir uns hier hin. Ja, ich glaube, da kommt schon einer rüber. Nö, tut er nicht. Da drüben ist halt auch schon ein Gegner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Wieso auch immer ich da gerade so gefailt habe, aber noch einen Block MLG geschafft. Okay. Wir sind erstmal drüben. Okay, Leute. Ich kann's doch. Ich kann's doch. Gerade so zumindest. Und ja, da sind wir wieder hier auf der nächsten Insel. So, MLG geschafft. Und da müsste der Typ sein. Den können wir uns direkt snacken, Leute. Der scheint auch ein bisschen AFK zu sein. Und den haben wir down. GG. So, werfen wir mal das weg. Fire Resistance gönnen wir uns direkt. Hier in der Nähe scheint auch noch keiner zu sein. Deshalb werfen wir hier mal das Zeug weg. Und dann haben wir hier noch einen Goldapfel. Essen wir erstmal ein bisschen Kuchen. Und ja, dann geht's eigentlich schon weiter, Leute. Wir haben eigentlich recht gutes Equip. Mit dem können wir auch schon ein bisschen weiterkommen. Wir haben sogar zwei Enderperlen am Start. Aber trotzdem, die sollte ich mir auf jeden Fall aufsparen. Oh Gott, Leute, oh Gott. Falls ich mal wirklich runterfallen sollte oder so, bin ich mir... Oh Gott, oh Gott, wo kommt der? Wo kommst du denn her, mein kleiner Freund? Und ciao, ciao. Nice, den haben wir bekommen, Leute. Der hat mich total überrascht. Deshalb, ja, haben wir den trotzdem mal weggeklatscht, Leute. Den haben wir trotzdem auf jeden Fall easy peasy weggeklatscht und so. Jetzt weiß ich aber nicht, wo der nächste Gegner ist. Ist er da drüben? Nein. Ist er da drüben? Nee. Auch nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Es ist mega schwer, hier jetzt eine passende Stelle rauszusuchen, wo ich mich jetzt wieder rüberbauen könnte. Am besten, ich baue mich jetzt wieder hier rüber. Oh Gott, so im One-Stack-Style. Oh Gott. Oh Gott, Leute, oh Gott. So, MLG aber wieder gepackt und so weiter mit einer Enderperle. Ist ja alles gut. Ja, hätte ich auch normal eine Enderperle rüberwerfen können. Natürlich, wollte ich sagen. Das Ding ist, ich will eigentlich meine Enderperlen nicht so verschwenden. Tue ich jetzt trotzdem. Aber was bleibt mir anderes übrig, Leute? Was bleibt mir anderes übrig? Ich muss halt meine Enderperlen irgendwie verschwenden jetzt hier mit... Weil, keine Ahnung, ich kann es nicht anders. So, da drüben ist niemand. Aber wie komme ich da jetzt rüber? Da ist aber schon ein Weg rüber. Deshalb würde ich sagen, ich porte mich da trotzdem rüber mal. Einfach, weil ich es normalerweise brauche sogar. Oh, lol, da hat sogar Suppen. Da ist sogar eine Kuh. Dann kann ich mir da auf jeden Fall Suppen machen, Leute. Dann werfen wir mal die ganze Rüstung hier alles weg, was wir alles nicht im Moment brauchen. So, Lava-Eimer. Blöcke behalten wir auf jeden Fall noch einige. Weil Blöcke werden wir bestimmt noch brauchen. So, dann sortieren wir halt ein bisschen aus. Diamanten und so weiter. Jo, dann haben wir alles am Start. Dann geht die Kuh hier runter. Dann gönnen wir uns mal die Pilzsuppen. Und dann spielen wir hier Soup Skywars und No Shift Challenge gleichzeitig, Leute. Ja, das geht auf jeden Fall ganz klar, Leute. Das würde ich sagen, das geht echt ganz klar. Dann Blöcke nicht vergessen und dann können wir uns hier ganz normal hochbauen. Wir dürfen, wie gesagt, nicht sneaken. Und das wird hier auf jeden Fall weiterhin eine große Challenge für mich sein. Ich gönne mir einen Pre-Gap und dann gehen wir drauf, Leute. Das sind auch gleich zwei Leute. Ich weiß nicht, wie die so equipped sind. Ah, der eine hatte Suppen. Ich weiß nicht, wie es bei dem aussieht. Ich habe gerade meine Cobwebs getroppt. Ich weiß nicht. Ich quickdroppe hier auch ein bisschen. Und nice, wir haben ihn sogar bekommen. GG. Und ja, da liegen auch noch ganz viele Suppen und so weiter. Dann, keine Ahnung, Cobwebs nehme ich wieder mit. Was brauchen wir hier überhaupt? Die Enderperlen, oh mein Gott. Der hatte zwei Enderperlen. GG, Mann. Da hat er auch noch einer eine Dia-Hose. Die nehmen wir auch noch schnell mit. Werfen wir kurz hier Zeug weg, Leute. Einfach mal Splash Potion of Healing. Brauchen wir doch nicht. Ja, sonst ist hier, glaube ich, gar nichts mehr, was ich irgendwie gebrauchen könnte. Nope. Hier ist nichts mehr, Leute. Vielleicht Dia-Schuhe habe ich aber schon. Und jetzt geht's weiter, Leute. Habe ich einen Kompass? Natürlich habe ich einen Kompass. Und der nächste Gegner ist natürlich in der Mitte. What the fuck, Leute? Nein! Wie komme ich jetzt in die Mitte? Mit der No-Shift-Challenge, Leute. No-Shift-Challenge. In die Mitte kommen. So, setzen wir erstmal hier easy-peasy einen Block hin. Und dann schauen wir mal. Der Typ muss ja irgendwie in der Mitte sein. Der Kompass zeigt genau in die Mitte. Oder der ist da hinten irgendwie. Irgendwie außerhalb von der Mitte. Ich gehe mal noch ein bisschen rumrum. Und ja, dann schaue ich mal, ob hier noch irgendwo jemand ist. Weil, ja, es wäre auf jeden Fall schon ganz nice, mit der No-Shift-Challenge eine Runde zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ob ihr da ein bisschen besser drin seid, ob ihr da irgendwie bessere PvP-Bros oder was auch immer No-Shift-Bros seid.
Bin ich aber nicht, Leute. Bin ich nicht. Deshalb versuche ich hier gerade mein Bestes. Und das ist das hier gerade. Das, was ich hier gerade mache, ist mein Bestes. Also, Leute, beschwert euch nicht so. Ich versuche doch schon, was ich kann. Ja, aber, Leute, das sieht doch im Moment gar nicht so schlecht wirklich aus. Ich habe teilweise bewiesen, ich kann ein bisschen... No Shift, wow. Das war natürlich mal wieder die übergroße Leistung von mir. Ich habe ja bewiesen, dass ich ein bisschen No Shift kann. Gerade schon wieder. Und ja, das war schon gar nicht schlecht, würde ich echt behaupten, Leute. Das war echt nicht schlecht. So ein Block-MLG schaffen wir auch mit einem Block. Natürlich. So, da ist gerade einer in der Mitte runtergefallen. Läuft auf jeden Fall bei dem. Und das sind die letzten zwei Gegner, die da sind. Deshalb würde ich sagen, ich gehe einfach auch mal in die Mitte. Porte ich mich einfach mal hin. Cobweb Spam ist auf jeden Fall am Start, okay, hat uns sowieso nichts gebracht. Und ja, dann gehen wir hier weiter, Leute, gehen wir hier weiter, machen wir einen kleinen MLG runter, zack, easy peasy. Und dann geht's schon weiter. Ich glaube, der nächste Gegner ist auch gerade schon wieder runtergefallen. Ich habe keine Ahnung, was die hier alles veranstalten. Und ja, wir stacken uns da einfach mal hinterher und versuchen den... die letzten zwei Gegner noch zu bekommen. Ja, wir versuchen einfach mal die letzten zwei Kollegen hier noch wegzubekommen, irgendwie zu töten. Ich brauche gar nicht chittern beim Hochbauen. Mache ich irgendwie manchmal aus Reflex, keine Ahnung. Es bringt zwar nichts, aber ich mache es trotzdem, keine Ahnung, einfach um hier im Chitter-Modus reinzukommen für One-Stack und so weiter, für Hochstacken, keine Ahnung. No-Shift. Zeug halt. Ja, ja. Und dann haben wir noch den letzten Gegner, Leute. Blümchenblau heißt er, okay. Okay, wie bekommen wir den Kollegen jetzt am besten? Hier down, Leute. Der ist da unten drin. Und dann let's go, Leute. Das ist der letzte Gegner. Der ist Full Dia. Okay. Ich weiß nicht. Der hat keine Suppen. So, Refill, Leute. So, der hat sich jetzt wahrscheinlich wieder geheilt. Der macht des Todes viel Damage. Ja, gönnt ihr auf jeden Fall. Und der macht die Kombos des Todes. Enderperle, come on. Bitte treff. Wo bin ich hier? Wohin bin ich hier, Leute? Oh Gott, MLG geschafft. Sehr nice, sehr nice. Komm. Nein, da gehe ich erstmal nicht nach oben, Leute. Da gehe ich erstmal nicht nach oben. Okay. Der meint hier, meine Cobwebs abzubauen. Aber Leute, so nicht. So einfach geht es hier nicht, Leute. So, machen wir hier noch ein bisschen Wasser hin. Nein, ich wollte mich safen mit dem Wasser. Und dann... Oh, fuck. Scheiße. Dann hat er vorher mein Cobweb abgebaut. Schade. GG auf jeden Fall an ihn. War ein komischer Gegner, aber ja, kann man machen. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen, die Runde, ja, wie kann man sagen, No Shift. Die No Shift Challenge hat euch hoffentlich gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao!